Hallo, hier ist Rüdiger Xi. In Squadron mit Mega Man 5 für den Game Boy. In der letzten Folge haben wir Pluto besiegt und wie ihr seht, habe ich mir in der Zwischenzeit die ganzen Kristalle geholt. Kann ich mal kurz erklären, wo man sie findet. Bei ihm hier, an der zweiten Stelle, wo man die Wand, diese Blöcke zerstören kann. Das geht mit seiner Waffe. Und bei ihm hier war nach dem ersten Zwischengegner direkt unter einem gleich ein Block, den man mit seiner Waffe hochheben konnte. War also alles nicht so dramatisch. Und heute, ja, das hier ist dann sehr wahrscheinlich. Saturn, ja. Das war irgendwo zu erwarten. Ach, wieder so ein... 0,5G. Gut. Dann weiß ich ja so... Oh Gott. Dann weiß ich ja wenigstens, wie das Ganze hier berechnet wird. Na Gott sei Dank, ansonsten wüsste ich ja überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Willst du mich verarschen? Abgesehen davon, ist es völlig egal, ob man die Waffen hat oder nicht. Da. Wenn sich denn... Dann kommst du von der anderen Seite? Okay. Ich weiß nicht. Irgendwie erscheint mir das Spiel in vielerlei Hinsicht als zu einfach. Zugegeben, wie gesagt, ich weiß, ich sag's immer wieder. Aber dieses Level mit den Bläschen war nervig und lang und anstrengend. Dafür ist aber alles, was wir jetzt hier haben, irgendwie, naja, nicht sonderlich dramatisch. Ah. Auch schön, dass man so herumspazieren kann. Aber gut, die Fähigkeit funktioniert eben fast wie die von Gutsman. Nur fast. Na, mal sehen, ob Proto Man auch in diesem Level wieder kommt, um uns zu helfen. Ich muss jetzt auch noch darauf achten, dass ich in diesem Feld drinnen bleibe. Na gut. Hey, Eddie. Dankeschön. Was ist das? Ah ja, das Kabel hängt aber sehr arg im Weg, muss ich schon sagen. Was der Gegner macht, will ich nicht wissen. Hier springe ich lieber so, bevor ich noch irgendwelchen Mist baue. Das war wieder taktisch sehr raffiniert von mir. Muss ich mich ja mal selber loben. Ah, das machst du also. Dieses zu Tode kneifen ist das Nonplusultra. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Wow. Ja. Der kann ruhig vorbeiziehen, damit sein Effekt wieder ausläuft. Und wir sind schon wieder beim Endgegner. Ja, mit 5 Leben, komm. Wobei gut, dass hier müssen Blöcke herumliegen. Hä? Thank you.
Darf man fragen, was du vorhast? Tut mir leid, da konnte ich jetzt die Schwäche leider auch wieder nicht zeigen. Überall, wo ich sie nicht zeigen konnte, schreibe ich sie dann im Nachhinein einfach in die Beschreibung. Tut mir leid. Da bin ich irgendwie... Ich weiß nicht, wieso ich in diesem Projekt plötzlich so übermütig bin. Naja, könnte daran liegen, dass ich diese überstarke Waffe habe. Also die hätte wirklich ein bisschen runtergeschraubt werden können, dass die... Waffen, die man von den Gegnern erhält, auch irgendwo Sinn machen. Black Hole. Also eine Attacke, die einfach mal den kompletten Bildschirm... Und Rushed. Okay. Hatte ich bis jetzt nicht nötig, ist aber nett. So. E, T und R. R eben. So, okay, nochmal Terra. Vielleicht diesmal ja wirklich. Na gut, dann würde ich sagen, beende ich hier an dieser Stelle die Folge. Ich bin Xy, das war's von Mega Man 5 für den Game Boy für heute. Bis dann, Leute. Ciao.